geht's zu Wiesn! Oh, Zapfdüs! Liebe Wiesn-Gaudi-TV-Zuschauer, bei mir steht am letzten Abend der Michael Käfer vor seinem schönen Käferzelt oder besser gesagt am Balkon. Wie ist die Stimmung am letzten Tag? Also der letzte Tag hat sich zu einem der wirklich besten Tage gemausert irgendwie. Also es ist irgendwie so, wir wollen alle nochmal feiern und jetzt kommen diese furchtbaren Tage, wo es kein Oktoberfest gibt, also 350 Tage, die wir wieder, nicht ganz 348 Tage, auf die wir wieder Oktoberfest warten müssen. Und für mich einer der schönsten Tage. Haben Sie ein Ritual auch so am letzten Wiesentag? Irgendwas, was Sie immer am letzten Tag gerne machen oder irgendwas Spezielles, was Sie essen? Irgend so ein Ding? Also bei mir ist es so, dass ich jetzt so eine Viertelstunde, so um 8:30, gehe ich immer mit meiner Frau doch noch mal einmal über das Oktoberfest ein bisschen und wir fahren dann einmal Riesenrad, das gehört dazu. Und dann können wir so Frösche mal machen, das ist mal unser Ritual. Und dann ist es natürlich hier im Haus dann, sagen wir mal, ab 11 Uhr geht es dann los, wo wir die Küche uns verabschieden, mit denen so, ich sag mal, die Mini-Party feiern und in die Musik dann in die Küche rein und dann machen wir das mit in verschiedenen Bereichen, mit unseren Serviceleuten, einfach mal bei allen Dankeschön zu sagen, weil die Leute haben natürlich bei uns einen brutal harten Job gemacht und da sind wir super, super dankbar. Wie kommen Sie denn über diese 16 Tage Wiesn? Ich höre gerade, Ihre Stimme ist auch, ist ein bisschen heiser, würde ich sagen. Wie kommt's? Ja, du redest natürlich viel und bist natürlich viel mit Menschen unterwegs auf der anderen Seite. Das auch noch mit mir? Nee, zum Glück darf ich das. Aber das macht so viel Spaß und es ist ja so, du kriegst am Oktoberfest so ein extremes Feedback von deinen Gästen. Du hast lauter fröhliche Leute, die gut drauf sind und wir haben das Glück, dass die auch mit unserem Essen zufrieden sind und mit unserem Service zufrieden sind. Und wenn du das alles hast, dann ist es einfach das Schönste, was du im Beruf haben kannst. Wie war denn die diesjährige Wiesn? Ich habe jetzt schon im Radio gehört, die Medien berichten, also Besucherrekorde gab es keine mehr, aber ihr könnt ja sowieso immer zufrieden sein, nehme ich an. Also es ist wirklich so, man darf und muss wirklich zufrieden sein. Zufrieden sein, dass man hier arbeiten darf, dass man hier auf dem wirklich diesen wirklich schönsten Volksfest der Welt sein darf. Es stimmt ehrlich. Das ist irgendwie jemand was anderes sagt, wenn irgendjemand jammert und sagt, das war nicht optimal, dann ist es ganz egal. Und wenn das Wetter mal ein bisschen schlechter ist, dann habe ich so einen Satz. Also wir sind jetzt 42 Jahre im Oktoberfest und in der Bilanz, die 42 Jahre, war es dann sicherlich in Ordnung. Das glaube ich. Wie sah es denn dieses Jahr aus? Hatten Sie irgendeinen Vorfall, an den Sie sich besonders gerne erinnern? Irgendein Promi, irgendwas ganz Spezielles? Ihre Wiesngeschichte 2014? Sie überfallen mich jetzt gerade, aber ich habe ehrlich keine. Ich habe wirklich keine. Ich habe wahnsinnig viele Geschichten, die immer wieder da sind. Und du kriegst die so viele hier rein. Und das sind dann irgendwie Themen. Also sicherlich war es so ein Highlight, wenn ein Jezreel Balls da ist und dann da steht und dann einmal, der ist dann unten gewesen und ist einmal mit unseren Jungs hinten vor dem Stewarding einmal kurz 10 Meter gerannt oder 5 Meter gerannt. Das sind halt dann schon so Highlights, die dann auch super klasse findest, wo du dann so ein leichtes Gänsehaut hast. Und so ein paar so ein Erlebnis hat natürlich noch mehr. Prima. Vielen Dank, Herr Käfer. Dann wünsche ich Ihnen noch einen letzten wunderbaren Wiesnabend. Vielen Dank. Und noch eine gute Gaudi. Dankeschön. Tschüss. Dank. Tschüss.